Herzlich willkommen auf meinem Kanal Sarah Faris Schrimms. Heute habe ich Besuch, nämlich die liebe Eloise von Louis Aquadesign. Ja, ihr habt sie schon mal auf meinem Kanal gesehen, falls ihr meine Videos regelmäßig guckt. Und zwar waren wir zusammen in Düsseldorf im Aquazoo. Genau. Auch bei meiner Wabikusa EM hast du mitgemacht. Aber vielleicht kannst du ja mal ganz kurz einmal meinen Zuschauern erzählen, was du generell so machst. Also. Ja. Ich bin Eloise von Louis Aquadesign. Normalerweise mache ich nur Aquascapes, das ist noch keine Meerwasser. Ich arbeite viel mit Pflanzen, Terrariums und auch ein bisschen mit Reptilien, was jetzt auch mehr auf meinen Kanal kommt. Und das ist, was ich liebe und was ich jetzt mehr beschäftigt mich behalt. Ja, auch richtig schöne Aquascapes machst du. Ganz aktuell hat sie nämlich auch ein ganz tolles Halloween-Aquascape gemacht. Passend zur Jahreszeit, kann man bei Instagram schon sehen. Ich werde hier einmal auch hier unten den Kanal auch für euch einmal einblenden. Dann könnt ihr da direkt auch mal schauen bei Eloise auf dem Kanal. Wir waren ja auch zusammen auf der Aquaexpo, beziehungsweise haben uns da wieder getroffen und uns wirklich auch nett unterhalten, auch unsere Schatzis. Ja, auch den, ja. Und ja, da hast du ja auch beim Biotop-Contest mitgemacht. Ja, habe ich auch mitgemacht. Das war die erste Mal, dass ich vor einem Biotop skaten war. Normalerweise mache ich das wie Diorama und alles. Mhm. Und Biotop ist natürlich ganz etwas anders. Und habe ich die Malaysian-Biotop ausgesucht. Und das war eine ganze Erfahrung. Ich habe sehr viel gelernt, wie mit Wasser werden, welche Fische, welche Pflanzen da rein können, die Temperatur und alles zusammen. Und da habe ich dann mit dem Contest mitgemacht und hatte ich die dritte Platz bekommen. Ja, so. Voll cool, ne? Ja. Dass du direkt auf dem Treppchen gelandet bist, mega. Ja, das war ich auch früher. Ja. Ja. Da habe ich ja auch ein Video zugemacht zur Aquaexpo, wo ich auch ein Interview mit der Eloise führe. Und das pinne ich euch hier oben auch einmal nochmal an, dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen, das Interview. Ja, du bist ja heute hierher gekommen, um dir meine Aquarien mal anzuschauen. Ja, sehen, was du alles so zu Hause hast stehen. Und ich weiß, du hast diese neu bekommen. So, die möchte ich mich natürlich gerne angucken. Ja. Und dein Eindruck, dein erster Eindruck von dem großen Aquarium? Ja, sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön. Das ist schon auch was anderes, ne? Ja, auch die Korallen, das ist natürlich ganz anders dann ein Süßwasser-Aquarium. Aber ich finde das sehr schön. Auch die Farbe und wie das Neon alles draus sieht. Ja, absolut. Ja, ist so eine ganz andere Welt, Meerwasser, finde ich. Ne? Ja. Also ich komme ja auch aus dem Süßwasserbereich und da kann man ja mit den Pflanzen auch unheimlich viel machen. Es gibt so viele schöne Pflanzen. Du weißt es selber, du scapest regelmäßig. Da gibt es ja auch verschiedene Grün- und Rottöne, aber sowas Poppiges. Knall, Rot, Gelb, Neonfarben oder auch diese Bewegung im Wasser, das ist... Ja, da bekommst du nicht in die Süßwasserwelt. Nicht so, nicht so. Nicht so. Nein. Aber ja, es gibt natürlich die rote Pflanzen, so wie Rutala und alles. Da kannst du wel ein bisschen Farbe mit zurückbekommen, aber so wie aus der Welt sieht das daraus. Wie, wie vom anderen Stern sozusagen. Ja, genau. Genau. Ja. Ja, und das finde ich auch schön. Mhm. Das ist ein riesen Kontrast. Meerwasser und Süßwasser. Hat mich auf jeden Fall auch damals so inspiriert. Also die Farben, also generell diese andere Welt, da hatte ich auch unheimlich Bock drauf. Ich weiß ja nicht, wie das so bei dir ist. Wir haben ja ein Live heute auch gemacht. Ja. Und ja, da sind wir ja in so eine bestimmte Richtung gekommen. Ne? Wie ist das denn so bei dir? Hättest du Bock auf so ein Meerwasserbecken? Also vielleicht nicht die Größe, sondern klein anfangen vielleicht, aber... Ja, unbedingt. Wegen, ja, wenn ich das so hier sehe und du hast auch noch so einen kleineren, dann denke ich doch, so, oh ja, vielleicht doch mal probieren, versuchen mit einem Meerwasserbecken. Und dann hast du erzählt, oh, du kannst auch Mini-Zeepferdchen drein machen und... Da war ich da hast du mich Ja, da ist natürlich, genau, oder mit kleinen Garnelchen, wie ich, habe ich ja auch angefangen mit Sexy Shrimps, aber Seepferdchen sind natürlich auch süß. Ja. Ja, da können wir gerne drüber sprechen. Ich helfe dir sehr gerne, weil ich hatte anfangs auch total Bammel davor. Ja. Es war wie bei meinen Caridinas, als ich mit der Osmoseanlage angefangen habe.
habe ich auch gedacht, oh Gott, hoffentlich machst du alles richtig und machst die Werte fürs Wasser richtig und damit es den Tieren gut geht. Ja, und dann dasselbe Gefühl halt auch beim Meerwasser. Man hat halt Angst zu versagen, dass da was schief geht, dass die Tiere sterben oder so. Ja. Aber ich hatte da auch Hilfe an der Hand und auch jetzt noch Leute, die einem helfen quasi, was, wenn man Fragen hat, wo man hingehen kann. Ja. Und sehr gerne würde ich dir auch helfen, wenn du jetzt wirklich vorhast, ein kleines Meerwasserbecken aufzusetzen. Wäre ich sehr gerne dabei bei deinem Start. Fände ich schön. Ja, ich auch. Und ich brauche deine Hilfe. Auf jeden Fall. Ja, absolut. Und ja, ich bin gespannt, die neue Route zu nehmen. Mhm. Ja. Ich finde auf jeden Fall mega cool, dass du dich jetzt dran traust an so einem Meerwasserbecken. Was stellst du dir denn vor? Was für ein Aquarium soll das denn sein? Also in welchen Litern spielen wir denn da? Ja, wegen dass ich natürlich zu Hause eigentlich alles in Nano habe, möchte ich gerne auch anfangen mit einem Nano. Oder ich glaube, das ist im Meerwasser Mikronano. Mikronano. Ja, so wie 19 Liter, vielleicht bis 90 Liter, aber größer in Anfang nicht. Ja, verstehe ich. Ich habe ja auch so gestartet. Ne? Ich habe auch mit einem Nanotank angefangen. Man sagt ja eigentlich, die größeren stehen stabiler, ne? Aber das ist ja nochmal eine andere Hausmarke, so ein über 1000 Liter Becken sich dann irgendwo hinzustellen, so zu starten. Deswegen finde ich das gut, mit so einem Nanotank zu starten. Ja. Ja, und 19 oder 90 Liter ist ja auch eine breite Palette. Da ja, dazwischen kann ich noch hinstellen zu Hause natürlich und denke ich auch von, okay, wenn etwas passiert, mit Meerwasser ist natürlich riesig teurer zu machen, dann kann ich das noch ein bisschen ändern oder dann ist es noch ein bisschen in eine normale, wie sagt man das? In so einem normalen Rahmen noch stemmbar finanziell. Das ist, was ich meinte. Ja. Und dann, wenn ich mich traue, dann kann ich vielleicht größer gehen. Und wenn ich etwas mehr von dich gelernt habe, da traue ich mich auch an. Ja, und deswegen starte ich mit Nano. Finde ich gut, bin ich auf jeden Fall dabei. Hast du eigentlich zu Hause auch schon eine Osmoseanlage? Ja, habe ich. Die habe ich versandt bekommen bei Arca. Mhm. Und möchte ich auch gerne starten mit Carignan-Garnelen oder Sulawesi-Garnelen. Deswegen habe ich eine Osmoseanlage. Das ist gut, denn eine Osmoseanlage brauchst du auf jeden Fall und du wirst noch einen Mischbettharzfilter brauchen. Okay. Den macht man nämlich quasi, also hinter die Osmoseanlage schaltet man das noch, dass das Wasser auch nochmal dadurch fließt, damit Silikate, also mögliche Schadstoffe, auch nochmal zusätzlich rausgefiltert werden. Das wäre auf jeden Fall nochmal. Kann ich dir auch nur den von AK empfehlen, habe ich auch übrigens, die Osmoseanlage und das Mischbettharz, beziehungsweise Mischbettharzfilter, habe ich auch von AK, also das ist ein gutes Konvolut und nur zu empfehlen, also für Meerwasser bräuchtest du das auf jeden Fall auch. Ja, das ist etwas, was ich jetzt neu gelernt habe, dass ich Osmosewasser benötigt habe für Meerwasser, hatte ich nicht gedacht. Ja. Ich dachte, du nimmst Leitungswasser, machst da ein bisschen Salz da rein und fertig. Nee, ins Aquarium. Das geht so einfach nicht, weil da halt wirklich zu viele Sachen auch in den Leitungen sein können, ne, die du dann nicht im Meerwasserbecken haben willst. Also es muss schon durchgefiltert werden. Okay, ja, das ist eine gute Idee, wie sagt man? Ja, genau, für den Start auf jeden Fall sinnvoll, ne, damit du das auch direkt, ja, dass nicht nachher da irgendwelche Stoffe drin sind, die dann deine Tiere irgendwie den Tieren schaden. Ne? Ja, ja, dann bin ich froh, dass ich die Osmoseanlage habe. Sehr gut. Ich meine, wir sind ja jetzt heute erst so auf den Trichter gekommen. Das heißt, da müssen wir uns dann nochmal ganz genau austauschen. Wie willst du das dann versorgen und so weiter? Welche Technik soll da drin sein? Oder willst du Low-Technik machen, also möglichst wenig Technik rein. Ne? Ja. Müssen wir dann mal ganz in Ruhe schauen. Auch kommt, denke ich mal, auf die Beckengröße an. Ja, aber genau, so kleine Becken kann man auf jeden Fall ja easy einfach auch mit Wasserwechseln fahren. Ne? Ja. Das heißt, da würde ich dir auch zum Beispiel empfehlen, ähnlich wie wir das gemacht haben, auch so eine kleine Tonne, wie so eine Regentonne zu besorgen, wo du dann auch schon
Osmosewasser drin hast und das aufgesalzen hast, so dass das da immer in Bewegung ist mit einer kleinen Strömungspumpe. Und dann kannst du halt auch regelmäßig oder wenn Bedarf ist, einen Wasserwechsel auch schnell machen. Okay, und wie oft braucht man einen Wasserwechsel zu machen mit mehr Wasser? Also bei den kleinen Aquarien so einmal in der Woche, so einen kleinen Wasserwechsel oder alle 2 Wochen ein bisschen mehr. Ah, okay. Eigentlich gleich wie mit Süßwasser. Ja, genau. Okay. Ne? Ja, das bekomme ich hier. Ja, was meine Zuschauer bestimmt auch brennend interessiert, ist, wie viele Aquarien hast du eigentlich zu Hause? Muss ich selbst zählen? Ist das Zahlen? Zählen. Ja, du bist auch noch Lehrer für ja. Deutsch. Brauche ich auch noch. Helfe ich dir auch gerne? Ja, danke. Ich habe 5 Aquarien in einem Schrank. Mhm. Ja, und das kenne ich, ein schönes Regal hast du da. Genau, und dann habe ich die Biotope noch zu Hause stehen. Mhm. So, das ist 6. Dann habe ich noch eine mit Schildkräuter. Oh, schön. Eine noch für die Anak auf Vivarium, auch ein Contest-Escape, mhm. die ich im Juni fertig gemacht habe und jetzt wachsen lasse für im November auf der Messe zu stellen. Und cool, für die Vivarium? Vivarium, ja. Ah, cool. Ja, bei Anak von Aquaflora, die Contest. Cool, dass du ja. da auch mitmachst, mega. Ja, das war meine erste Contest, die ich eingeschrieben habe. So, ich bin wirklich gespannt, wie das geht. Und ein bisschen, wie sagt man das auf Deutsch? Aufgeregt? Aufgeregt, ja. Glaube ich. Ja. Und dann habe ich noch ein Terrarium mit einem Bartagame und schön. Eine kommt noch mit einer Schlange und die ist in 2 Wochen bei mir. Ah, eine Schlange hast du ja. geplant? Mhm. Was denn für eine? Was willst du denn werden? Das ist ein Blue-Eyed Lucy. So, das ist eine weiße Ballpython mit blauen Augen. Wow, ja, also was richtig Schickes, sagen wir mal so. Ist richtig schick, ja. Ja. Hör mal, da habe ich doch hier was in der Nähe, was dich bestimmt auch mal brennend interessiert. Ja, ja. Ja, wir kommen ja hier aus Rheinberg und wir haben hier den Terra Zoo in der Nähe. Das wäre bestimmt auch was für dich. Vielleicht können wir ja da mal einen coolen Tag zusammen machen, einen lustigen Tag. Und ich nehme dich mal da mit und vielleicht dürfen wir ja auch da filmen. Das hört sich sehr gut an. Ja, absolut. Da sind nämlich auch jede Menge Reptilien natürlich auch. Ja, wenn es Terra so heißt, denke genau. ich, dass da Reptilien sind. Ja, ich bin da noch nicht gewesen. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt für die 2. Mal in meinem Leben in Rheinberg. Hm. Ja. So, ja. Ja, genau. Das 1. Mal war ja für die Wabikusa EM ja. im Sommer. Genau, auf heute die Europaschule. Ja. ja. Ja, bin gespannt. Ja, gerne. Das wäre doch mal ein cooles Ausflugsziel hier mit unseren Schotzis zusammen. Ja, die brauchen wir auch mitzubringen. Ja, die brauchen wir. Die müssen nämlich dann ja filmen. Also wenn ja. wir dürfen, ne? Das müssen wir noch abklären. Aber ja, ja. freue ich mich. Ich ja, dann haben wir ja in Zukunft haben wir nämlich geplant, auch ein bisschen mehr zusammen zu machen. Auch ja. für YouTube. Die ja, Eloise absolut. Hat nämlich auch einen YouTube-Kanal, den ich auch in die Beschreibung nochmal reinschreibe. Auf jeden Fall auch da mal vorbeischauen. Ja. Ja, genau. Und ich hoffe, du bist gespannt zu Hause und freust dich auf die Videos, die da noch kommen werden. Wenn ja, auf jeden Fall unten ein Like da lassen und auch einen Kommentar. Vielleicht hast du ja auch noch Ideen, wo wir mal zusammen hinfahren könnten mit unseren Schatzis. Und ja, ein Abo auch auf meinem Kanal nicht vergessen. Und bis dahin sind wir raus. Ja. Tschüss. Tschüss.